Reinhard Jedes aus Mülheim will Flüchtlingen helfen. Er ruft also deshalb im Internet zu Spenden auf. Was dann allerdings passiert, ist selbst für den Unternehmer überraschend. Eine Lawine der Hilfsbereitschaft rollt geradezu über ihn hinweg. Jetzt ist ja noch nicht so kalt, kann man das anziehen. Und wenn Winter ganz kalt draußen ist, die wieder reinmachen. Ja, danke schön. Die Winterjacke für den Sohn, alles umsonst. Spenden aus dem Ruhrgebiet. Genauso wie die Plüschtiere für die kleine Dilnas. Ja. Familie Derbo aus Syrien ist glücklich und dankbar. Seit 2 Jahren sind sie in Deutschland. Ja, ist gut. Ich nehme ohne Geld. Helfen meine Familie ist gut. Ja. Warenhaus nennen sie diese Gaststätte, vollgestopft mit Spenden von Schuhen bis Schüsseln. Hier können sich Asylbewerber nehmen, was sie brauchen. Ein Musterbeispiel für Flüchtlingshilfe, auch weil so viele helfen, die selbst nicht viel haben. Dienstag, Donnerstag und Samstag bin ich hier. Das heißt, macht mir Spaß. Ich bin im Moment selber arbeitssuchend. Ich bin alleinerziehend und ich weiß, wer das ist. Und bin ich gerne bereit zu helfen. Und er ist der Strippenzieher im Hintergrund, Reinhard Jeles. Er suchte Küchengeräte für eine syrische Familie, um die er sich kümmerte, und gründete dafür die Facebook-Gruppe Willkommen in Mülheim. Und dann kam eben das, womit ich nie gerechnet habe. Ich kam morgens, Montagmorgen darauf hier zur Arbeit, und da standen hier bereits schon vor der Türe die ersten Kartons und Säcke mit Kleidung und mit allem möglichen anderen Gezumpel. Die Resonanz überwältigend. Gerade ein Angebot mit 20 Kinderwagen. Der Job wird Nebensache. Stundenlang sitzt Jeles am Computer, sammelt die Angebote, organisiert den Transport. Es war ja alles gar nicht geplant, sondern ich bin einfach nur überwältigt worden im positiven Sinne von dieser Hilfsbereitschaft. Und da konnte man jetzt nicht irgendwann sagen, Leute, jetzt ist Schluss. Ohne Hilfe geht es nicht mehr. Auch die 3 Geschwister Ali sind jede Woche da. Sie kommen aus Syrien. Sie schleppen, sie sortieren, sie übersetzen. Hier sind sie selbst keine Flüchtlinge mehr, sondern werden gebraucht und gehören selbstverständlich dazu. Macht es Ihnen Spaß, hier zu helfen? Na klar, wir waren auch Flüchtlinge und bis jetzt. Und die neuen Leute kommen hier, wir wissen, was die brauchen. Die brauchen Dolmetscher, die können nicht Deutsch sprechen und die brauchen alle Sachen. Und meine Geschwister und ich, wir machen gerne, helfen die Leute. Die gute Seele ist Hausherrin Eliane Bichler. Sie bot spontan ihre leere Gaststätte an. Die Helfer und die Flüchtlinge, diese bunte Mischung im Haus hat ihr Leben bereichert. Es kostet, aber das ist ihr egal. Ich habe also nicht nur keine Mieteinnahmen, sondern ich stelle ja auch den Strom, das Wasser und alle Umlagen und meine Arbeitszeit dazu. Aber ich mache es gerne. Bitte schön, ich hätte etwas Gutes abzugeben. Was ist da drin, wenn ich fragen darf? Porzellan. Super. Täglich kommen neue Spenden. Die Mülheimer sind neugierig und geben gern. Kommen Sie öfter hierher? Zum ersten Mal. Ich habe das hier gesucht. Und das habe ich in der Zeitung gelesen. Ich denke, komm, wir haben so viele Sachen, wir brauchen das nicht mehr. Unsere Kinder sind wohlversorgt, die wollen alles nicht haben. Bevor das in den Container kommt, möchte ich das hier in gute Hände wissen. Und das alles ist nur der Anfang. Sie haben so viel hier, dass sie jetzt Lkw schicken nach Syrien. Stolz sind sie hier auf die Willkommenskultur im Ruhrgebiet. Und so nennen sie das Warenhaus auch das Wunder von Mülheim. Das ist doch nett.